Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLB und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir einen Skirmish gemacht, oder in den letzten zwei Folgen, je nachdem wie ich geschnitten habe. Und wir machen jetzt in der Story weiter. Kapitel 10, Liberation of Fosen. The Fosen Operation. Yeah. Ich sehe irgendwie nur zwei Cutscenes und dann kommt die Map. Was sagt denn? Liberation, was bedeutet nochmal Liberation? Freiheit hier. Für die Freiheit von Fosen, irgendwas. Ja, die Missionen sind auch gut. Da erinnere ich mich noch an. Wir gehen da rein und töten alles. ぶっ壊すって言ってもよ。 こんな化け物相手にどうしろって言うんだよ。歩兵がいくらためになったところで簡単に壊せる代物じゃないだろう。大丈夫だ。今回の作戦には心強い協力者がいる。協力者だって？ファウゼンは各地の帝国占領地域からダルクス人捕虜が集められているのは知っているか？聞いたことがあります。 兵器開発や資源の採掘のために工場や炭鉱で強制労働をさせられていると。バーロット隊の話によれば、その捕虜の中に義勇軍の協力者がいるらしい。どんな頼もしい奴かと思えば、ダルクス人かよ。Übrigens, ich bin Rassistin. どういう意味ですか？今度のダルクス人も。 どこかの誰かさんみたいに分からずやだろうさ。先入観だけで物事を判断するのはやめてください。ダルクス人にだっていろんな人がいます。あたいにはダルクス人なんかドイツもこいつも同じに見えるね。それはロージーさんが見ようとしていないだけです。なんだと？もうやめとけ。 俺たちは軍人だ。作戦は全力で当たる。命令とあればダルクス人とでも協力してやる。ただしそのダルクスの協力者とやらが使えないやつだったら承知しねえからな。まあ会ってみないとわからないが、この作戦にかけるしかない。では夜明けとともにファウゼンに信号を開始し、一番。バランド。 Wieso hab ich das gedrückt? So. Geil, da ist schon die Mission. Ja, okay, aber wir haben noch was Optionales, das gucken wir uns natürlich auch noch an. Und da haben wir irgendwie diesen einen Typen gesehen. Von der gegnerischen Armee. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Gregor, genau. ダルクス共めが手荒わしい。この収容所を取りまとめているやつはどこにいる？呼んだかい？この収容所のリーチク担当の労働者が労働命令に逆立っているようだ。 どういうことか理由を聞かせてもらおうか。彼は逆らってるわけじゃない。ここ数日体調不良で倒れているんだ。他の収容所でも D 地区で働く者たちが体調を崩したり
中には混沌したものも。あそこではラグナイト生成を行っているが、有害物質の廃棄処理に欠陥があるんじゃないか。そんなことは関係ない。貴様らは口を閉ざし命令に従えばいいのだ。だがな、考えてもみなって、彼らに無理をさせて動けなくなってしまったら、それこそお前さんたちが困るんじゃないか。Alles klar, dann mal pressen hier. Wenn du so bist, dann melde dich. Also, jetzt mach es mal ruhig. Hm, ist gut. Ich werde dich sofort auf den Ort bringen. Und ist gut. Du kannst deine Mischkira nicht vergessen, wie viel du auch immer bist. Warum nicht? War der nicht mal freundlicher irgendwie, oder war ein anderer, von dem wir den Soldaten gerettet haben? Liberation of Hausen, Infiltration of Hausen. Okay, schleichen wir uns da rein. Da können wir am besten mit Explosionen und Schüssen und so. So. Ich nehme einfach mal so ganz gelassen an, dass das der Typ ist, von dem wir gehört haben. Weil sonst würde er nicht einfach so ein Spotlight sozusagen bekommen. Die imperialische Verteidigung wird sich auf beiden Seiten hier verteilen. Ist das schon die? Keine Ahnung. Wir werden von Süden angreifen und uns so ruhig wie möglich in Fausen einschleichen. Fausen ist in einem Canyon gebaut, das heißt, die Höhe des Bodens ist variabel, sag ich mal. Check your mind careful in command mode. Ihr habt das Simple des. Wir müssen einfach nur zum Punkt da hinten hinkommen. Okay, wir müssen einfach nur zu dem Punkt hingehen und mehr nicht. Innerhalb der Stadt finden wir Suchlichter und Troll, was sind denn Trolley-Cars? Irgendwas, was uns sozusagen finden sollte. Nicht finden sollte, am besten. Wenn wir diese Lichter uns sehen, dann müssen wir mit Mortars oder Sniper-Kohlen. Boah, mein Gott. Müssen wir uns auf Mortar und Sniper hier wappnen. Also müssen wir vorsichtig sein. Wir dürfen nicht gesehen werden. Punkt Ende. Die Dunkler wird dein bester Freund sein, aber es wird außerdem die Sicht einschränken. Also halt die Augen offen. Alles klar. Okay, da wir nur von Punkt 1 zu Punkt B gehen sollten. Mit was eigentlich? Mit einem Panzer oder mit irgendjemandem? Würde ich sagen. Warte mal, ist das. Warte mal, Alicia. Die ganzen Scouts gehen nach hinten. Okay, wer macht denn hier so einen ruhigen Eindruck? So. Dann. Dallas. Lago. Wer macht denn hier den ruhigsten Eindruck? Wenn nie, auf jeden Fall. Und Eddie. So, noch zwei. Sniper nehme ich mal nicht mit. Obwohl, Sniper. Cesare. Versuch du nochmal. Und wen noch? Panzer brauchen wir eigentlich nicht. Ach, Rosie, genau. Kommandopunkt, hallo. Dann mal los. Eine Schleichmission, warum denn nicht? Ich hätte eigentlich den Part beenden müssen. Wir haben mal zwei Cutscenes geguckt, ne? Kennt ihr aber nicht, diese Cutscenes, Kämpfe in den Parts verteilt. Aber diesmal nicht. Wenn ich mich nicht irre, dann sind da irgendwo so Züge oder so, wo man mitfahren kann. Nicht Züge, Seilbahn oder irgendwie sowas. Seilbahn, nee, geht doch gar nicht. Egal. Zeige ich euch gleich. Aber so leise wie möglich. Wir müssen uns da reinschleichen, Leute. Ja.
Brücke 1, Brücke 2. Ach. Geh mal messen mit dem Panzer voraus. Was war da hinten? Da hinten ist schon einer. Njum. Was war das? Hat das jemand gehört? Nein. Okay. Warum nicht? Na toll, da sind auch welche. Aber du schießt Giftdinger, glaube ich. Ja, nicht Giftdinger, gibt's doch gar nicht. So, wir können von hier aus bis hierhin. Hin. Verdammt, warum habe ich ihn so weit entfernt? Lass mich mal gucken, wo uns das Ding überhaupt hinführt. Was? Okay, da wird man nichts mit herausfinden. Verdammt! Ein Schuss, willst du mich auf den Arm nehmen? Verdammt, hätte ich mich ein bisschen näher. Ah, oh, egal. So, Alicia, du schleichst dich mal mit dem Ding dahin. Nehme ich mal an. Aber nicht bevor du in einen Typen erledigst. Oder auch nicht. So. Ja. Also okay. Okay, wir sind hier, genau. Irgendwie sind wir alles andere als leise, kann das sein? Jawohl. Gut, das läuft gut. Ganz anders als wie in den anderen Parts immer. So, sie macht alles da fertig. Und du gehst jetzt unterlegst mal den Typen da hinten. Verdammt! Ich krieg den Typen nicht. Ich bin so blöd, den irgendwie ein Visier zu bekommen. Rosie. Wird auch nichts, ne? Vor allem er schießt die ganze Zeit und wir nicht, ne? Was soll das denn? Er schießt die ganze Zeit und wir nicht. Was ist das denn für ein Satz gewesen? So, du kriegst ihn aber jetzt, Nancy. Du kriegst ihn. Du schaffst das. Wo ich meinen Sniper jetzt dabei habe. So. Zack. Habe ich deine Nachladezeit ausgenutzt. Okay. Ja, keine Ahnung. Kann es eigentlich schon wieder gehen. Ja. Mann, richtig blöd. Ist irgendwo ein Dingens? Nee. Jedenfalls nicht in der Nähe. Dann holen wir uns mehr Scouts. Ja, ich hole mir immer die Sniper und die bringen überhaupt nichts. Warum tue ich jetzt noch Zeit Marsch im Summen, was soll das? So, ich hoffe, du kommst nicht näher.
Los geht's. Oh mein Gott, wie viel. Da oben ist ein Ding, super. Da hinten, ist nicht da hinten schon ein Ziel? Nennt sie, hol ihn dir. Oh Gott. Au, au, au. Wie kannst du mich sehen? Ich bin im Busch. Ich trage blaue Klamotten im grünen Gras. Kannst du uns doch gar nicht sehen. Komm noch mal. Verdammt. Alicia. Da oben ist aber niemand, ne? War gar nicht die Mission, von der ich gedacht habe, die jetzt kommen würde. Die ist episch. Frasier, was weiß ich. Lago kann sich eigentlich, obwohl ne, er hat einen Kommandopunkt im Raum war. Hi. Na, au. So. Mal wieder ein bisschen nach vorne. Ich will mit Alicia eigentlich wieder vorscouten, aber... Nee. Und mit Bike mal nach vorne. Entschuldigung. Ist doch nur ein 10 Tonnen schwerer Panzer. Ah, sind nicht da hinten irgendwo welche? Hallo? Voll verballert, ey. Ich soll mich da reinschleichen, ne? Und so einfach in der Ecke in so ein scheiß Ding reinwerfen, ey. Mann. Wie gesagt. Ich muss immer einen leuchtenden Auftritt haben. Was? Ich habe eigentlich andere Probleme gerade. Ihr Wein steht so nah aneinander, oder auch nicht. Wie bewegt sich das Ding denn? Du bewegst dich nicht auf mich zu, oder? So, wenn ich es richtig anstelle, kann ich mit der Edelweiß die beiden da treffen. Oder ich nehme einfach schon mal einen, ja, auseinander. Zack, und weg ist er. Der daneben ist als nächstes dran. So, hier müssen wir ja sicher sein, vorher nicht dann. So, Alicia. Was? Ach so, ein Sniper. Ja, der kann mir ja nichts. So. Oh Gott! Autsch! Kann ich den da hinten auch treffen? Ich glaube nicht. Oh Gott, was? Voll viele Minen, zum Glück habe ich die gesehen. So, ich weiß nicht, hierhin. Sind wir schon sicher? Mein Gott, wie viele Sniper? Die bringen eigentlich gar nicht die meisten Leute. Ich hätte nur Scouts mitnehmen sollen. Ah. Völlig Verschwendung. So, ich nehme jetzt erstmal die ganzen Sniper hier vor. Oh, das ist ein Commander-Sniper. Zack.
Oh Gott! Oh! Hm? So, du bist der Nächste. Dann mich alle auseinander. Jetzt wird Alicia hier alle auseinandernehmen. So. Geil. Hm. Jedes Mal. Hm. Okay. Haben wir da schon mal aufgeräumt. Geil. So, okay. Und zack. So, jetzt müssen wir erstmal Ruhe haben. Wie soll ich denn jetzt mit der Edelwasser durchkommen? Das schaffe ich nicht mehr. So, jetzt ist irgendwie die Hälfte der Leute noch da unten. Ich kann nichts machen mit denen. Oh, das ist ein Panzer. Wo kommt denn der her? Okay, ich habe mir schon gedacht, warum ist denn da ein Camp? Irgendwie komme ich da nicht so schnell hin. Ich meine, ich habe mir irgendwie gedacht, dass ich da voll schnell hinkomme, aber muss ja ein Haken dran sein. Da ist ein verdammter Panzer davor. Okay, Zug beendet. Für mich bedeutet das jetzt, dass wir hier den Pub enden. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Valkyria Chronicles. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.